Und damit Hallihallöchen und willkommen hier zur ersten Folge Ark Everations. Everations, Everations, egal. Mit dem guten Wiesel. Ja, Mahlzeit. Und ihr seht, wir sitzen gechillt am Lagerfeuer. Ja. Da, Wiesels Charakter sieht schon lustig aus. Nee. Tja, da haben wir auch. Sehr. Boah, ich weiß nicht mehr, wie man sich um die eigene Achse drehen kann. Boah. Kamera freidrehen kann. Ansonsten müsst ihr halt bei Wiesel gucken, wie mein Gollum aussieht. So, ja. Wiesel, dein Charakter kriegt schon Bart. Oh, naja. Wir sind ja auch schon ein paar Stunden hier auf der Insel, ne? Würde ich bald behaupten. Oh, könnte man so sagen. Kalt. Dann stell dich näher ans Feuerchen. Das Ding da hinten hat gerade was fallen lassen. Ja. Habe ich, glaube ich, auch noch in meinem Inventar von mir selbst. Ich will mal gucken, was passiert, wenn das einfach verdirbt. Oh. Das da wird doch bestimmt ordentlich stinken. Du hast Fleisch aus meinem Inventar gegessen. Weil wir haben uns schon mal ein wenig ausgerüstet. Ja. Minimal. Wir müssen den Server zwar noch einstellen, Leute, also kein Stress. Wir leveln halt aktuell noch was langsamer. Aber wir hatten eigentlich vor, es ein bisschen hochzudrehen, damit ihr auch regelmäßig was Neues sehen könnt. Guck mal, da krabbelt ja jemand an dich ran. Ein Lystrosaurus. Guck mal. Und jetzt spielt der Burning Man. Boah, geil. Was ist das hier? Ja gut, ne? Leder! Leder! Gut. Ich würde sagen, ich konzentriere mich das, was wir in Lederverarbeitung machen können. Ja. Möchtest du dann erstmal auf den Hausbau skillen? Das könnte ich tun. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Dass du die Fundamente, Strohfundamente und so lernst? Das können wir machen. Das wäre nicht das Schlechteste. Guck ich gerade mal. Fasern, Holz und Stroh. Okay. Ja. Fasern, okay. Fundament aus Stroh, Strohrahmen und hast du nicht gesehen. Naja, muss ich sowieso erst mal sehen, wenn ich das. Da kann ich dir dann bei helfen. Ja, wenn du eins davon dann gelernt hast, können wir ja gleich mal dahin gehen, wo ich denke, dass wir ein Häuschen bauen könnten. Ja. Schön. Jo. Und mal ein Fundament oder so ausstatten. Lernen dann mal den Schlafsack. Ja. Dafür brauche ich aber noch jede Menge Leder. Okay. So, ich sammle hier schon mal ein bisschen Holz und Stroh. Ach, wir teilen sogar Erfahrungspunkte. Oh, das ist ja nett. Ich habe jetzt 0,5 gekriegt. Okay. Ah. Ach ja, ich habe jetzt 0,25 gekriegt. Ja, dass man das Lagerfeuer nicht mehr abbauen kann, ne? Ja, das ist doof. Na, ja, muss ich gleich eben schnell ein neues bauen, dafür nehme ich mir hier gerade noch was mit. Und wieder. Hier vor uns. Wir haben geplant, folge mir unauffällig. Naja, ist nicht schwer. Wir fallen gar nicht auf. Nö, ne? Der Kleine unter komisch abgebrochene, war doch immer, wie ich aussehe. Ich habe gekackt. Okay. Stand da zumindest. Ja, cool. Warum nicht, ne? Ja. Hoi. Hoi. Ja. Nee, nicht 9, 8. Ist das, was? Ist der Fackel? Ja, ich müsste gerade mal auf der Fackel umrüsten, sonst sehe ich nichts.
Wo bist du eigentlich jetzt lang gegangen? Null. Hier oben, wo es leuchtet. Ja, bei mir leuchtet es auch. Ja. Ach da, jetzt sehe ich die wieder. Hm. Na, habe ich mich jetzt schon verrannt? Keine Ahnung. Kann doch nicht sein. Ich habe schon wieder keine Ausdauer. Was, mir ist heiß. Wow. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Was? So. Wie wäre es denn mit hier so? So hier so. Das ist doch mal... Ja, Schnieke. So ein schicker Ausblick. Ja. Dann bastel ich hier eben das Lagerfeuer hin. Verdammt. Müssten wir dann hier bloß mal ein paar Bäume. Hast du noch Stein? Nein. Ich glaube, da habe ich noch gar nicht gesammelt gehabt. Nein. Einfach runterlaufen ist eine dumme Idee. Ich muss nämlich mal ein paar Steine holen für Lagerfeuer. Ja. Das muss hier oben ein bisschen hell haben, genau. Haben schon wieder Ruf? Ja, okay. Hier so. Hier so. Oder hier neben dem, zwischen den zwei Dicken wäre auch okay. Ja, kann man machen. Ja, ne? Würde ich sagen, ja. Ach echt jetzt? Ich habe 3 Steine zu wenig mitgebracht. Nicht fallen. Ja. Nicht fallen. Nee. Gar nicht fallen. Ich sehe zwar nichts, aber ist egal. Was soll's? Ja, das ist echt so ein bisschen kontraproduktiv, dass man die nicht abbauen kann. Richtig. Weil ich würde sagen, jagen ja, aber eher tagsüber. Ja, definitiv, weil nachts ist dann doch irgendwie ein bisschen doof. Ja, nachts sind mir auch die Fleischfresser zu aktiv. Das stimmt. Jetzt baller ich da noch mal ein bisschen Holz rein, dass er da was länger brennt. Fundament kannst du schon, ne? Warte mal. Nein. Nicht. Da fehlen mir noch ein paar XP. Also ich muss jetzt leveln, dann ja. Also müsste gleich soweit sein. Also ich muss mich hier mal irgendwie mit irgendwas begnügen, gerade damit ich vielleicht... Ja, ich komm mal mit und mach dir mal die Leuchte. Das ist gut. Obwohl, im Inventar haben wir doch noch die andere Leuchte. Haha. Gibt nämlich mehrere. Wenn du eine Fackel hast, kannst du aus dem Inventar so ein Glühstäbchen drüber ziehen. Echt? Ja. Guck, dann sieht das so aus. Oh, cool. Das ist links neben dem Sattel, den du drin hast. Echt? Links neben dem Sattel. Ist einfach nur so ein Stängchen und da müsste auch eine Sonnenbrille sein. Die kannst du auch anziehen, ich hab's ja auch an. Gute Frage, warte mal. Ich guck grad mal. Sehen tue ich es gerade nicht. Denkt ihr ganz oben linke Seite im Inventar sein? Nee. Also ich habe zwar Stroh und sowas dabei, aber... Nee. Okay, dann erzähl mir einer, warum ich die Sachen habe. Weiß nicht, also ich habe sie nicht. Ich habe hier ein bisschen Leder, verrottetes oder verdorrtes Fleisch, Holz ja, und Stroh. Das verdorrte Fleisch braucht man eigentlich nicht wegschmeißen. Damit können wir später noch was anfangen. Ach so. Tatsächlich. Gut. Ja, damit können wir Narkosepfeile herstellen später. Toll, jetzt rennt Daniel weg, weißt du, und ich hänge hier und bin im Dunkeln. Das ist gut. Das nenne ich schon wieder da. Das nenne ich Arbeitsteilung hier. Ja. Wollten wir gleich meine Kiste bauen für das verdorbene Fleisch zum Beispiel. Okay. Jo, 0,35 XP erhalten. Na, aber jetzt geht's aber rund hier. Holt noch mal ein bisschen den Wald hier. Jawohl, ja. Na toll. Ist okay. Aber während du da gerade abbaust, kann ich ja mal gucken, ob ich die Holzkiste noch killen kann, ja. Damit ich die dann gleich bauen kann. Gut. Ah, es wird auch wieder heller.
Dann brauchst du mich hier nicht mehr hinten, ne? Nö, eigentlich, wenn es jetzt hell wird, nicht mehr. Also zumindest hell leer. Naja. Pro helfe ich dir dann gleich beim Sammeln. Piste wird geplaced. Schade, dass man sich die Orte, wo man bauen will, nicht markieren kann, offensichtlich auf der Karte, ne? Ja, das ist doof. Das wäre äußerst nett, wenn man das könnte. Und Level up, yo. So, jetzt muss es aber funktionieren. Jetzt lege ich mal das Gammelfleisch rein, das lege ich rein, Metall lege ich rein. Leg auch mal Stroh rein, was ich habe. Dann kannst du dir das einfach rausholen. Ja. Aus der Kiste. Ich hab doch hier noch Romit. Mhm. So, jetzt habe ich das Fundament gelernt. Da kann ich jetzt dann anfangen. Jo. Bisschen was zu tun, aber. Ich besorg dann ein bisschen Stroh für dich. Mhm. Weil wenn du mit der Spitzhacke auf die Bäume einhaust, geben die mehr Stroh, oder? Ja, dann geben die viel mehr Stroh wie Holz. Okay. Auch nicht schlecht. Ich bin überladen. Ja. Willst du mir was abgeben? Ja. Oder ich tue es in die Kiste. Ja. Das wäre natürlich, wie gesagt, auch eine Idee, oder? Leg dir das Stroh in die Kiste. Das Gammelfleisch habe ich auch in die Kiste gelegt. Ja. Weil dann würde ich tatsächlich nachher auch Richtung Jagd lernen. Mhm. Das Holz legen wir uns mal in die Kiste, wa? Ja. Zum Not baue ich noch eine. Mhm. Ja, kommt noch mehr Stroh hin. 25 Holz habe ich. Ja, ich sollte noch eine Kiste bauen, ne? Solltest du. So. Ach, dafür brauche ich 20 Stroh. Muss ich dir mal eben klauen. So. Das ist die Frage. Wie konnte man jetzt hier nochmal... Wo konnte man bauen oder wie kann man das scheiß Baumenü? Auf V ist das Ding unser Menü. V. Hey, die Kiste direkt daneben, ne? Ach hier, okay. Aber da drauf geht ja leider nicht. Dann würde ich Tatsache auch sowas wie Mörser lernen und... Mhm. Weil wenn ich ein Level Up hinkriege, dann dürfte ich sogar schon einen Bogen bauen können. Okay. Du müsstest dann halt nur für dich selber die Pfeile dann später noch lernen. Ja. So, oder ich baller dann halt eine Kiste mit Steinen zu. Ja. Mit Steinen, mit Pfeilen. Mit Pfeilen. Ach ja, mir fehlen jetzt noch Fasern. Wo kamen jetzt nochmal Fasern raus? Ich leg dir welche ins Kistchen. Ich hab schon ein paar. Ach so, das war ja hier, ne? Das Gras irgendwie, ne? Ja, wenn du abgrabbelst. Wenn du alles so ein bisschen abgrabbelst. Fasern. Du kannst ja auch diesen Bambus abbauen. Ach so, okay. Na dann. Nur die Narco-Berries solltest du halt nicht futtern. Na okay. Weil wie der Name sagt, Narco. Naja, Narkotik. Mhm. Machst du schön high davon. Ist mir eben passiert, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Okay, mir ist heiß. Ja. Kann sich nicht entscheiden, merkst du das? Ja. Hau ich dir noch die Fasern, die ich jetzt habe, rein. Die könnte ich mal essen.
Stein können die auch reinkloppen. Das Leder könnte ich reintun erstmal. Das könnte ich erstmal reintun. So. Oh. Oh oh. Oh, zu verdursten. Nee, gut. Ich hab nämlich vergessen, mein Wasserding ist aufzufüllen. Dupdidupdidu. Ja, ihr seht Leute, das Let's Play wird etwas länger dauern. Oder ich hoffe, dass es auch etwas länger läuft. Ja. Weil Argeson sagt, die macht eigentlich schon Spaß. Relativ, ja. Heute könnte man sogar rein von der Theorie genug Folgen auf Vorrat aufnehmen. Das könnte man theoretisch schaffen, ja. Aber diese komischen Narkobären, die sammelst du ja irgendwie trotzdem mit, ne? Ja, ja, die sammelst du immer mit. Aber die brauchst du, wenn du Viecher zähmen willst. Und die, boah, wie hießen die Weißen jetzt nochmal? Stimbeeren, glaube ich. Was brauchst du dafür? Aber das ist ja das, was ich auch meinte. Du sammelst so wenig von diesen Stimbeeren. Mhm. Das schaffst du selbst mit zwei Leuten, nicht ein Vieh zu tellen. Ja, ist richtig. Ein Minimum, oh. Dann brauchen wir ja noch keins, oder? Ich sag mal so, als Lastenträger sind diese Schildkröten, die hier rumflitzen, gar nicht verkehrt. Okay. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Müssen wir mal gucken. Ja, da müssen wir halt noch den Server ein bisschen einstellen und hoffen, dass er uns gern hat. Oh ja. Nicht wie vorhin, dass er dann gesagt, nö. Also mit dir will ich jetzt absolut nicht spielen. Ah, echt, ey. Also, das war ja vorhin wirklich nicht so schön. Feuer braucht man tagsüber nicht. Nö. Was ist das? Tinto-Bärensamen, okay. Also ich würde sagen, erste Kiste ist wohl. Ja, ich packe hier gerade in die zweite mal das Fleisch. Weil ich denke mal, ich kann mich auch mit Dingen so mit Bären ganz gut oben halten. Ja, das stimmt. So, dann werde ich jetzt mal anfangen, die Fundamente zu bauen. Wie viel von den Fundamenten brauchen wir denn? Oder wie viel wollen wir denn machen? Boah. Für den Anfang. Ich würde sagen, machen wir mal ein Vierer Quadrat, oder? Mhm. Dann kann ich nämlich dann später auch anfangen, Sachen anzustellen, was auch immer. Feuersteine, Stein, Holz, Stroh. Was sagte ich? Feuerstein, Stein, Stroh. Das muss ich gleich nochmal runter an den Strandstroh sammeln. Boah. Steine sammeln. Das ist so mies. Aufnehmen und dabei noch jedes Mal, wenn du husten musst, müsste ich mich jetzt jedes Mal muten dabei. Und das wird meistens nichts mehr. Wir machen es anders. Entschuldigt einfach, dass Wiesel erkältet ist. Nehmt ihm das nicht krumm, er kann ja nichts dafür. Nee. Ich habe nicht hier geschrien, dass ich es kriegen will. Entschuldigt das einfach und schreibt beim Wiesel vielleicht mal gute Besserung in die Kommentare. Das wäre eine Idee. Weiß zwar nicht, wann die bei ihm auf dem Channel erscheinen. Da jetzt keine Folgen mehr da sind, würden die theoretisch jetzt eigentlich, ja, die Tage kommen. Fast im Anschluss. Genau. Parallel hochladen. Ja, könnte man tun, ja. Die aufnehmen, da hochladen. Genau. Weil, dann mache ich dem Wiesel nämlich mal gleich eine Freude. Eine kleine. Ja, ich mache dir eine kleine Freude. Noch eine Freude, Mensch. Ist ja Wahnsinn. Du bist ja heute zu gütig. Ich brauche noch einen Packen Holz. Haben wir noch Holz in der Kiste? Warte. Ich hatte vorhin Holz reingelegt. Ach nee, ich habe es im Inventar. Ja, habe ich noch. Warte. Ah, in der Kiste ist aber auch Holz. Mach alles gut, ja. Alles gut. Weil das brauche ich einfach mal. Toto, ich baue das komplette Holz jetzt raus. Weil wegen ist so. Weil wegen ist so. Ich bin schon wieder überladen. Was?
Ja, du musst die Dinger dann relativ schnell aufstellen, sonst. Ja, gut. Wo stellen wir sie denn mal auf? Ja. Habe ich die jetzt? Wo hat er sie denn mir jetzt hingetan? Da. Eine könntest du mir vielleicht gleich oder zwei nebeneinander hier hinstellen, wo ich die Kisten drauf packen kann und alles. Ach so. Dass die nicht so im Grün verschwinden, weißt du? Okay. Aber was ich eigentlich ursprünglich machen wollte. Da wird der Wiesel sich drüber freuen, das weiß ich jetzt schon. Oh, guck mal her, so ein dicker heute. Ja, ja. Das sind die optimalen Gewichtsträger. Die sind zwar nicht schnell. Sind beim besten Willen nicht schnell. Nee, nicht wirklich, man merkt. Aber die sind belastbar. Ey, Mops. Hier wird ein Haus gebaut. Hau doch mal ab da. Mensch. Ja, angreifen solltest du den vielleicht nicht. Weil, guck mal. Ui. Hab ich jetzt 4 Stücke von aufgestellt. Ja, nice. Aha, da kommt doch Licht ins Dunkle. Mhm. Dann setze ich gleich die Kisten um. Dann gucke ich mal, ob ich den Mörser schon lernen kann und dadurch dann Insektenschutzmittel und sowas herstellen kann. Okay. Also merkt schon, mit mir wird es nicht langweilig. Nein. Uiuiui, ich bin hart an der Grenze. Ich hab schon wieder nichts zu saufen. Achte bitte auf dein Trinken. Ach so. Das geht so schnell runter. Weil ich müsste jetzt rein theoretisch auch wieder runterlaufen und mir das Ding wieder neu auffüllen. Ich weiß, ich hatte 4 aufgestellt. 1. Ah, hier oben. Hier hat man nichts, ne? Hier hat man nichts. Dann können wir abends einfach die Fackeln anmachen und ja. Und haben es hell. Und haben es zumindest am Bauplatz hell. Na, Dicky, kommst du angewatschelt? Jetzt unser Hausdrache. Das ist schön. So, weiter geht's mit der Herstellung. Was habe ich jetzt? 2, 4, 6. Ich wollte noch 2, 4, nochmal 6. Okay. 1, 2. Ich hab geschießen. Du Sau. Ja, ne? Mal eben meine Axt reparieren hier. Na, ich brauch Holz. Und Level up. Jawohl. Holz? Holz for it, do. Bin dabei. Okay. Holz, ja gut. Hab wir ja noch ein bisschen. Das haben wir noch, alles. Na, na, Tiki. Oh, komm, geh. Lass mich durch. So, was braucht man noch? Das Strohdach habe ich noch nicht gelernt, genau. Holz ist in Kiste. Holz ist in Kiste. Sehr geschehen. Und was gehen wir noch? Wir haben noch 3. Den Lederschlafsack, jawohl. Hab's jetzt. Oh. Jawohl, ja. Kiste umbenennen, abreißen, PIN-Code festlegen, Inventar. Ich kann das Ding nicht mehr aufnehmen. Ich muss es abreißen. Ja, toll. Ja, ich baue jetzt direkt neue. Gut. So. Dim. Herstellen. 1. 2. Oh, ich muss schon. Faser. Muss schon wieder was trinken, ne? Schon wieder? Sonst drohe ich wieder zu verdursten. Ja, Fasern brauche ich gleich auch, aber die sammle ich mir unterwegs. Wie viele von den Trinkpacks sollst du mithaben, bitte? Genug. Oh wow, ich habe auf unser Fundament ein Häufchen gemacht.
Muss auch daran liegen, dass wir uns den ganzen Schatten direkt geklaut haben hier. Eventuell. Schade. Naja. Passiert, ne? Ja, hätten wir vielleicht vorher drüber nach sollen. Um nicht zu sagen, erzählt mir das Troll. Ja. So, was sagst du, Daniel? Reicht die Größe? Ja, oder wollen wir noch eins größer? Ah, nö. Reicht. Gut. Reicht doch dicke für uns zwei. Willst du auch ins Haus? Nee, ne? Die King gibt bestimmt gut Leder, oder? Oh. Braucht nämlich Tatsache noch Leder, für die Schlafsäcke herzustellen. Ach so, okay. Gucken wir mal. Bin ich doch gerade glatt am Überlegen, ob wir Dicky nicht vielleicht unseres Wohlbefinden zuführen. Naja. Das wäre zwar sehr schade um ihn, aber naja. Ne? Leben und leben lassen. Ja, ich benenne die Kisten mal um. Ja, tu das bitte mal. In Essen und Bau. Das ist gut. Das klingt vernünftig. Mal eine so. Für Essen, eine für Baumaterial. Wo machen wir den Eingang hin? Hier vorne, ne? Zu den Kisten zu, ne? Ja, ja, würde ich sagen. Gut. Weil dann kann ich die zweite Kiste auch abreißen. Soll ja auch ein bisschen aber da aussehen, ne? Aber nur ein bisschen. Jeder gehört da rein. So, Holz gehört da rein. Fasern. Das nicht, das nicht, das. Ach, ich hab noch ein Fundament über. Naja, ist gut. Zettel, Holz, Stroh, Holzkohle brauchen wir bestimmt für später auch irgendwas. Ja, denke ich mal. I have a dream, a level up. Cool. Tank. Jetzt, ja, weiter geht's. Wände müssen her. Boah, ich kill jetzt mal auf Wasser. Alter, das geht doch nicht an. Und ich könnte herstellen, muss einen Brennstoff enthalten, um ein Feuer zu entfachen, füge verschiedene Zutaten und Wasser hinzu, um beispielsweise Suppe-Eintöpfe oder Farben herzustellen. Okay. So. Ja, mache ich erstmal den Kochtopf. Und später kann ich eine Mehrfachflächenflagge basteln. Okay. Und da stand gerade irgendwas von wegen Territory. Vielleicht kriegen wir es ja dann so markiert. Für uns. Ne? Strohwand kann nicht gesetzt werden. Keine Einrastfunktion. Aha. Was brauche ich denn alles? Feuerstein, Holz. 75 Stein. Scheiß, die wandern nicht Gestein sammeln. Ich bin dann mal auf Steinsammeltour. Jupp. Aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Wir wollten die Folgen zwischen 20 und 30 Minuten machen. So sieht's aus. Von daher würde ich sagen, meine Lieben, ich hoffe, ihr verfolgt das Projekt fleißig. Das wäre schön. Weil Wiesel und mir macht es Spaß. Auf jeden Fall. Mich grunzt hier gerade irgend so ein Vieh an. Nicht wegrennen. Sterben, stirb. Ich brauch Leder, stirb. Stirb, du Sau, stirb. Das Vieh ist zäh. Es ist doch schon ein bisschen älter. Das Vieh war jetzt echt zäh. Ach, das war auch Level 5. Ja gut. Okay. Und? Boah, schön 25 Leder abgegriffelt. Das ist ja schön. Aber ich würde sagen, damit geht die erste Folge dann zu Ende. Würde ich auch sagen, ja. Machen wir hier mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Genau. Bewertet gern. Auf jeden.
Wir würden uns freuen, ihr würdet euch freuen. Alle würden sich freuen. Alle würden sich freuen, genau. Genau. Ja. Damit sage ich nur noch Tschüss und übergebe das Wort nochmal an Herr von und zu Wiesel. Oh, ja, danke. Ja. Ich sag das Nämlichste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, würde mich freuen, in der nächsten Folge euch wieder am Start zu haben. Ja. Und bis dahin, haut rein und wir sehen uns. Ciao, ciao.